In Brandenburg bahnt sich ein Umweltskandal an. Dort möchte nämlich die Lindhorst-Gruppe, die dort Wald besitzt, einen Solarpark bauen im Wald. Dazu sollen 370 Hektar Wald gerodet werden. Jetzt kann man sagen, okay, das ist eine alte Militärliegenschaft, da gibt es irgendwelche Rückstände im Boden und so weiter und so fort. Aber vielleicht gerade deswegen, weil man den Wald deswegen eben eher in Ruhe gelassen hat, ist das ein wichtiger Rückzugsort für ganz, ganz viele Arten. Und nicht nur für die Tierarten, sondern für die gesamte Umgebung ist dieser Wald wichtig. Wir wissen, dass Wälder kühlen. Wälder kühlen die Landschaft, indem sie viel Wasser verdunsten und zur Wolkenbildung beitragen. Es regnet auch mehr in solchen Landschaften mit mehr Waldbedeckung. Und wenn man, um den Klimawandel zu stoppen, Wald abholzt, um Industrieanlagen dort zu errichten, auch wenn sie dann in Anführungszeichen Ökostrom produzieren, dann muss man sagen, okay, in Bezug auf die Kohlenstoff- oder CO2-Ausstoßvermeidung, wenn man es mal so kompliziert ausdrücken will, mag das vielleicht noch irgendwo ein bisschen was bringen. Aber in der Gesamtbilanz fürs Klima ist das verheerend. Nochmal, Wald ist nicht nur ein Kohlenstoffspeicher, sondern ist ein Klimaregulierer, ist Hort der Artenvielfalt, ist irre wichtig für uns, übrigens auch emotional. So eine Solaranlage statt Bäumen gibt uns nicht allzu viel. Ich bin absoluter Verfechter von Solaranlagen, aber auf Dächern, liebe Leute, doch nicht im Wald. Also wer Wald im Jahre 2023 abholzen möchte, um die Umwelt zu schützen mit Industrieanlagen, der hat leider nicht verstanden, dass es mindestens 5 vor 12 ist und wir uns endlich andere Dinge einfallen lassen sollten. Also nochmal, Solaranlagen ja, gerne auf Dächern, aber auf gar keinen Fall im Wald. Also deswegen sollten alle, die können, ihre Stimme erheben gegen dieses wahnsinnige Projekt.